Hallo und herzlich willkommen hier in LS19, Nordfriesische Marsch, zu einer weiteren Runde Autodrive Tutorial. Ja, man könnte glatt denken, ich soll heute noch mal ins Wasser fahren gehen. So ist es aber nicht. Es geht zwar um Flüssigkeiten, ja, aber wir wollen es heute mal angucken, weil mich mehrere Zuschauer angeschrieben haben. Ich habe ja im Autodrive die Möglichkeit, meine Fahrzeuge automatisch betanken zu lassen. Da haben mich mehrere angeschrieben, das funktioniert nicht. Ich kann nur sagen, es funktioniert wohl. Es gibt vielleicht die eine oder andere Sache, die man dabei beachten müsste. Und wir wollen uns heute angucken, einmal wann natürlich unser Fahrzeug tanken fährt. Wo ich überall tanken kann, muss man wirklich so sagen. Weil ich habe hier einmal die Möglichkeit, das an einer befüllbaren Tankstelle zu machen. Wenn man hier mal über das Wassersilo drüber guckt, da vorne ist eine platziert, das ist die befüllbare aus den Fettmods, die ich jetzt hier auf der Karte mehrfach habe. Eine steht einmal hier vorne am Hof und an der anderen Hofeinfahrt steht auch eine. Und dann habe ich ja noch auf der Karte fest verbaute Tankstellen, selbst dort kann sich Autodrive betanken. Und ich habe ja die Möglichkeit, platzierbare Tankstellen, wo ich Diesel kaufen kann. Fest verbaut ist ja auch Diesel kaufen. Also nicht befüllbare, die ich auch platzieren kann, dort wird sich Autodrive ebenfalls betanken. Was natürlich ganz wichtig ist, in Autodrive Einstellungen, wenn wir da mal reingucken. Ich habe jetzt hier aktuell die Autodrive Version 1.1.0.5-RC2. Ganz bewusst auch die RC2, weil das ist ja die aktuelle freigegebene Release-Version. Die als nächstes ist noch kein Release, aber die als nächstes Release erscheinen soll von Autodrive. Es gibt ja schon eine RC3 als Beta nochmal zusätzlich. Da hat man uns ja vorige Woche anguckt. Kommt ja tolle Sache dazu aus meiner Sicht, wo ich auch nur immer wieder Danke sagen kann. Und ja, ganz bewusst die RC2, weil die steht ja so zum Download zur Verfügung auf der GitHub-Seite. Und deshalb habe ich auch ganz bewusst die gewählt. Nicht, dass wieder jemand sagt, ah, da nimmt schon eine Beta-Version, eine RC3 und ja. Da geht es in anderen Versionen nicht, doch es geht. Es wird auch in der normalen Release-Version 1.1.0.4, was ja der offizielle Release ist, wird es genauso gehen. Behaupte ich ganz einfach so, weil es einfach so ist, denke ich mal. Was muss man natürlich einstellen in Autodrive? In Autodrive gibt es natürlich einen extra Reiter dafür, der bei Fahrzeugeinstellungen ist, wo da steht automatisch tanken. Der muss natürlich auf Ja stehen. Wenn der natürlich auf Nein steht, fährt keiner automatisch tanken. Das ist ja auch klar, ne? Als Erläuterung dazu steht, bei einem niedrigen Tanklevel wird automatisch ein Ziel, ist ganz wichtig, ein Ziel in Tankstellennähe angefahren. Ich brauche es jetzt hier nicht zu speichern, weil ich habe es ja auf Ja stehen. Können wir einfach da rausgehen. Wir stellen hier den Kandidaten mal ein. Hier haben wir aktuell 32,1 Liter Diesel drin. 0,1 auch ganz wichtig. Hätten wir unter 32 Liter, würde er sofort tanken fahren. Und haben wir über 32 Liter, fährt er hier erstmal noch so ein paar Wegpunkte an. Er hat jetzt hinten Wasser drin, er fährt jetzt nochmal zum Schafstall Wasser ausladen. Er wird danach, denke ich mal, auch nochmal eine Station anfahren, weil ich glaube, er wird nicht genug Wasser los im Schafstall, also sein Pass leer wäre. Und dann, denke ich mal, müsste er langsam dran denken, irgendwo in Tanken zu fahren. Weil momentan sind es bloß noch 31,9, ja, anfahren kostet viel Sprit, ne? Ja, und was eben ganz wichtig ist, so wie es erläutert war im Autodrive, dass der Fahrer ein Ziel in der Nähe anfährt. Also ihr braucht definitiv an der Tankstelle, wo er tanken soll, einen Zielpunkt. Dass das wirklich so ist, das können wir uns dann auch noch angucken, weil es stehen noch woanders ein paar Fahrzeuge rum, wo schon der Sprit verdunstet ist, sag ich mal. So, jetzt lädt er hier natürlich Wasser aus. Eigentlich, ach so, ich hatte vorgespult, okay. Ja, kann sein, dass er jetzt ein bisschen mehr Wasser auslädt. Dann müssen wir wirklich mal kurz warten hier, wir haben eh noch eine Runde mitfahren müssen. Na, wird aber doch alles los, oder? Ne, leider nicht, gut. Ja, jetzt wird er jetzt nochmal, wenn wir können ja hier mal die Linien anmachen.
Wenn sein Triggerpunkt erreicht wird, springt es natürlich hier drüben um beim Wasserfahren. Ist klar, er wird jetzt zum Milchviehstall fahren wollen, um Wasser auszuladen. Ist der hier drüben. Ah, jetzt habe ich hier oben immer noch keine Verbindung drin, wenn er würde ja dann entweder Schweinestall oder den anderen Kuhstall anfahren wollen. Hier würde jetzt, glaube ich, nichts ausladen, denn ja, das ist manchmal so, dass wenn er sein Fass nicht leer kriegt, dass er am nächsten Trigger nichts auslädt, aber dann halt beim nächsten Mal. Finde ich jetzt nicht schlimm, weil irgendwann wird dort Wasser ausgeladen. So, jetzt wieder zum Schweinestall. Leider habe ich ja hinten keine Verbindung drin gehabt, die wollte ich eigentlich nochmal irgendwann reinmachen. Würde leider nochmal eine Runde rumfahren, müssen wir noch uns etwas gedulden. Und hier drüben sehen wir schon, habe ich Tankstelle. An der Tankstelle ist ein Zielpunkt gesetzt, und zwar Hoftankstelle. Und diesen Zielpunkt, den brauchen wir an den Tankstellen, damit sich dort die Auto-3-Fahrer betanken können. Wenn wir den Zielpunkt nicht haben, fährt der Auto-3-Fahrer da nicht hin, obwohl die Strecke vorhanden wäre. Das können wir uns nachher noch angucken. Und er wird auch immer zur nächsten Tankstelle fahren, die am nächsten dran ist. Also was der kürzeste Weg aus Sicht des Auto-3-Fahrers ist dann. Ja, hätte ich auch von der Verbindung von oben, müsste ich mal ja auch noch einrichten, dass er auf den Hof eine kurze Runde fahren kann hier. Können wir ja eigentlich nur Sprit sparen dann, ne? So, wenn wir jetzt zum Schweinestall kommen, wird er, denke ich mal, sein Wasser ausladen. Ob er jetzt hier alles los wird, das weiß ich nicht, aber ich denke mal schon, denn es sind ein paar Schweine drin. Ich hatte ein paar Stunden vorgespult, damit wir nicht im Dunkeln herumfahren müssen. Oder? Doch, also er lädt aus. Sein Ziel, Schweinestall, Wasser ist immer noch grün. Theoretisch müsste jetzt Wassertank beladen grün werden, oder Wassertank wird nicht grün, weil, wir machen mal kurz hier aus, weil hier oben steht jetzt drin als Info, fahre tanken. Habe jetzt bloß ausgemacht, weil sonst zu viel Text drin ist, da sieht man es vielleicht nicht. Und er fährt jetzt zur nächstgelegenen Tankstelle. Und das ist nun mal die Tankstelle hier. Er kann jetzt leider hier nicht links rum, deshalb werden wir jetzt nochmal eine kurze Runde um den Hof fahren müssen. Wie gesagt, der Fahrer ist ja jetzt nicht entlassen. Er hat praktisch seinen Job hier kurz unterbrochen. Deshalb ist jetzt hier nichts grün. Wie gesagt, hier oben in der Infoleiste sehe ich es ja hier vorne stehen. Fahre tanken. Und wenn er einen Tank voll hat, wird dann als nächstes das Ziel oder beziehungsweise unser Startpunkt Wassertank, wo wir uns beladen, wieder grün, und er wird dort ganz normal seine Runde weiterfahren. Also er nimmt dann ganz normal die Arbeit wieder auf. So, sind wir gleich da. Bisschen drehen. So, er wird jetzt rüberfahren an die Tankstelle ran. Wie wir sehen, Zeiger läuft hoch, Sprit geht rein. Oben ist noch alles weiß, und sobald er voll ist, Motor ist momentan aus. Und hört sich ja so, an Tankstelle wird der Motor ausgemacht. So, springt Motor wieder an, er kommt über den Zielpunkt drüber, Tankstelle, und Wassertank wird wieder grün, und er wird sich jetzt wieder am Wassertank beladen und wird weiter hier seine Runde drehen. Also wie gesagt, das funktioniert. Ich brauche, wie gesagt, an der Tankstelle einen Zielpunkt. An der Tankstelle, an der befüllbaren Tankstelle muss natürlich auch Diesel drin sein. Auch ganz wichtig, das können wir uns auch noch angucken dann. Den können wir jetzt hier rausnehmen, den müssen wir jetzt hier nicht
weiterfahren lassen. Den stellen wir mal einfach wieder hier hin. Steht zwar jetzt verkehrt rum. Oder ne, den nehmen wir mal mit hier vor, weil wir müssen auch da vorne hin. Weil da vorne steht jetzt noch ein anderer Trecker. Ebenfalls mit wenig Sprit. Und für den sieht es ja so aus. Natürlich auch ausmachen, ja, gerade getankt. Ne? Hier sind jetzt in den Trecker sind nur noch 22 Liter drin. Sobald ich den Fahrer ja einstelle, der hat ja hier ganz normalen Abfahrkurs. Er würde Feld 52 den Drescher abfahren, der da drum steht. Sobald ich den eben einstelle, fährt er natürlich sofort tanken, wird nichts grün, er wird sofort tanken fahren, er fährt zum nächstgelegenen Tankstelle. Denn wenn wir jetzt mal hier gucken, ich weiß nicht, können wir jetzt hier so weit rauszoomen? Na, das kriegt man glaube ich nicht hin. Hier vorne die Tankstelle ist ja natürlich am nächsten dran, hier hinten die ist weiter weg. Und er wird zu der Tankstelle fahren, die hier vorne am nächsten dran ist. Die Tankstelle hier vorne hat nicht unmittelbar einen Triggerpunkt. Wir machen mal hier auch die Linien an und wir stellen hier einfach mal ein. Oder beziehungsweise Linie machen wir nochmal aus, weil er steht sofort da, fahre tanken. Weil er hat, wie gesagt, unter diesen 32 Litern drin und da fährt er eben sofort tanken. Wir machen mal hier die Linien an. Hier vorne gibt es an der Tankstelle nicht direkt einen Triggerpunkt. Es ist kurz vorher der Trigger. Also selbst da funktioniert es, aber ich brauche in der Nähe der Tankstelle einen Triggerpunkt, weil sonst wird es nicht gehen. Wenn wir gucken, hier ist ja mein Werkstattpunkt, wo ich reparieren kann. Hier ist die Tankstelle. Der Weg führt zwar dran vorbei. Er erkennt das Ganze auch. Er hält an und betankt sich. Würde dann weiterfahren und entsprechend, ich behaupte mal ganz einfach, zu Feld 52 fahren, um dort wieder den Drescher abzutanken. Das müssen wir uns nicht angucken. Wie gesagt, er fährt dann hier weiter. Den können wir dann wieder rausnehmen. Wie gesagt, ich denke mal, dieser Triggerpunkt reicht aus, um hier die Tankstelle zu erkennen. So, den nehmen wir wieder raus. Er ist vollgetankt, er würde seinen Job hier weitermachen. Ja, und dann gibt es ja noch andere Tankstellen, fester baute Tankstellen. Haben wir ja hier unten die Aral zum Beispiel. Und durch die Aral geht eine Route. Also ein Streckennetz ist durch die Aral mit eingefahren. Und wir haben aber in der Aral-Tankstelle keinen Triggerpunkt. So, und da war es natürlich interessant, fährt er auch dorthin oder fährt er nicht dorthin? So, er hat hier jetzt bloß noch 21,9 Liter drin, den stellen wir ganz einfach mal ein. Wir kriegen oben angezeigt, fahre tanken, ist klar. Muss er ja auch machen, ist ja nicht mehr viel Sprit drin. Wir machen mal hier das Streckennetz an. Und er müsste eigentlich jetzt hier links in die Aral abbiegen, wenn er dort sich Sprit holen wollte. So, macht er natürlich nicht, weil, wie gesagt, hier gibt es keinen Triggerpunkt. So, er wird jetzt rechts rum abbiegen und irgendwo Richtung Hof zu den Tankstellen fahren. Er biegt rechts ab, kann man rausnehmen. So, werden wir mal Folgendes machen. Wir machen uns jetzt hier an der Aral-Tankstelle mal einen Triggerpunkt hin. Hätte ich vielleicht mal noch einen PKW herstellen sollen hier. Ich denke mal, wo wir den hier in dem Bereich machen, sehen Sie nichts, ne? Ist vollkommen egal. Würde meinen, er fängt dann hier vorne sogar schon an zu tanken. So, und zwar schreiben wir einfach mal hin Aral. So, und fahren hier nochmal ein Stück zurück. Also so müsstet ihr da euch irgendwo eine Strecke einfahren. Und wie gesagt, wo der Trecker auf der Karte steht, ich glaube, das spielt keine Rolle. Irgendeine Tankstelle ist immer am nächsten dran. So, stellen wir nochmal ein. Oben steht wieder da, stehen zwar jetzt noch mehr Hinweise da, aber hier vorne steht da, fahre tanken. Und jetzt behaupte ich mal ganz einfach, wieder linksrum abbiegen in der Aral. Dort müssen wir natürlich den Sprit bezahlen, ne? Das ist, steht auch fest. So, das macht er, weil er hat jetzt einen Trigger in der Aral. Den braucht er ganz einfach in dem Bereich, wo er tanken kann. Er sagt, er hält gleich vorne an, zack. Hier geht es natürlich schneller als verfüllbar, kostet 178.
Tank ist voll und er würde jetzt weiter hier sein Treasure Feld 48 abfahren, weil das war ja auch ein Abfahrer. Beziehungsweise fährt er erst zum Hofsilo, sich ausladen und fährt dann zu Feld 48 zurück. So, den können wir eigentlich auch wieder rausnehmen. So, dann haben wir hier oben noch einen stehen. Und zwar, wo hatte ich denn den? Den haben wir dort. Hier oben ist ja die andere Tankstelle. Dort führt ebenfalls durch die Tankstelle in Kurs durch, ohne Triggerpunkt. Ne? So, und dann habe ich, mal gucken, genau hier, habe ich hier hinten am Holzplatz oder hier hinten, wo die Obstplantagen sind, habe ich so eine platzierbare Tankstelle hingestellt. Die ist ja ganz normal aus dem Mod-Hub. Direkt an der Tankstelle, wenn wir mal hier gucken wollen. Ich, wie gesagt, wie groß der Radius sein muss, wo er da einen Zielpunkt finden muss, weiß ich nicht. Kann ich euch nicht genau sagen. Und zwar ist ja hier, sieht es so aus, dass mein nächster Zielpunkt hier drüben wäre, was jetzt hier bei Birne Wasser oder bei Birne der Kompost ist, was hin muss. Hier drüben direkt an der Tankstelle habe ich keinen Zielpunkt. So, und selbst dort fährt unser Trecker hin zum Tanken. Mhm. So, er hätte ja jetzt zur Auswahl praktisch, wir waren jetzt hier hinten, wieder hier drüben die Tankstelle, da ist kein Zielpunkt gesetzt, kein direkter Zielpunkt in der Tankstelle und hier an der Tankstelle ist auch nicht direkt ein Zielpunkt gesetzt. Er hat noch zu viel Sprit drin. Warum hat denn er noch so viel Sprit drin? Das ist der falsche Trecker. Der hat auch noch 37 Liter drin, was habe ich da gemacht? Fährt er überhaupt jetzt tanken? Ne, er fährt doch jetzt weiter, ne? Ach ne, fahre tanken. Okay. Gut, hätte gesagt, dass unter 32 sein müssen. Habe ich mir noch glatt getippt beim Sprit eingeben hier. So, und er fährt, wie gesagt, hier hinter zu der platzierbaren Tankstelle, wo wir ebenfalls kaufen müssen. Warum er die jetzt anfährt, wo jetzt nicht direkt ein Triggerpunkt gesetzt ist, kann ich euch wirklich nicht sagen. Man hat es ja vorne an der Aral gesehen, da hat er es nicht gemacht. So, und er betankt sich ebenfalls. Euro Kraftstoff ist ein bisschen wenig, ne? $1,99 nochmal. Tja, warum der eine Euro da war, weiß ich auch nicht. So, ihn können wir ebenfalls wieder rausnehmen. Ja, und dann haben wir ja noch die Konstellation, was ist, wenn so eine befüllbare Tankstelle leer ist. Dazu habe ich hier vorne. Ich glaube, den finden wir so rum schneller. Genau. Hier steht noch einer. Hier vorne am Getreidehandel. Ich weiß nicht, ob man sehen kann. Hier ist an der Straße noch eine Tankstelle. Dort ist definitiv kein Diesel drin. Wir können auch noch mal hingucken. Da wächst perfektes Unkraut. Wie gesagt, platzierbare Tankstelle aus Fettmods. Null Diesel ist drin. Es gibt hier auf der Straße gibt es natürlich einen Triggerpunkt, so dass praktisch der Trecker auch die Tankstelle erreichen könnte. Er hat jetzt hier wieder 25 Liter drin, also fährt er auch als nächstes tanken. Wir können hier auch nochmal die Punkte anmachen. So, ich denke mal, er wird jetzt links rum abbiegen. Genau. Weil er würde jetzt als nächste Tankstelle wo Sprit drin ist, die am Hof natürlich nehmen. Und die hier, weil kein Sprit drin ist, das erkennt er. Und die fährt er einfach nicht an. Triggerpunkt ist da. Sehen wir. Sehen wir es noch? Ah, jetzt nicht mehr. Aber ist ein Triggerpunkt gesetzt. Danke Getreidehandel ist das. Wenn kein Sprit drin ist, dann fährt er dort einfach nicht hin. Er wird jetzt linksrum abbiegen und wird zum Hof fahren. Wie gesagt, das sind so die Sachen.
ihr da beachten müsst, wie gesagt, wenn kein Sprit drin ist, kann er auch nichts tanken. Also dann funktioniert es wirklich nicht, dann fährt er auch nicht hin. Wie gesagt, die fest verbauten Tankstellen, die funktionieren. Da muss aber zwingend in der Tankstelle ein Triggerpunkt drin sein. Warum er an der Platzierbahn dort auch hinfährt, wenn, ich sag mal, kein direkter Triggerpunkt gesetzt ist. Ich weiß nicht, wie weit der Trigger weg sein kann. Wir hatten ja dort nur Streckennetz. Und wie gesagt, der Triggerpunkt war ja vom Obstplantagen gegenüber. Aber er fährt trotzdem hin, er kennt das. Also ich würde behaupten, das funktioniert. Ja. Warum es bei den einen oder anderen nicht unbedingt klappt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Wenn nicht, müssten wir vielleicht die Strecke ändern. Theoretisch sollte sich eigentlich der Trecker in dem Bereich befinden. Das könnten wir auch mal gleich noch gucken. Gut, das hätten wir generell anmachen können, das F1-Menü. Weil theoretisch müsste ja der Trecker in dem Bereich kommen, wenn er sich betanken kann. Es müsste ja dann oben der Hinweis kommen, dass man... Was steht denn da? Befüllen, starten, ne? Oder so ähnlich steht er da. So, er wird die Tankstelle hinten genommen haben, weil die einfach von seinem Startpunkt aus die nächste war, die er erreichen tut. Also wenn er wahrscheinlich einen Radius zieht, dann... So, er betankt sich. Und jetzt steht eigentlich hier oben da, genau, Befüllung abbrechen könnte ich jetzt. Oder halt mit R sonst halt Befüllung starten. Oder ich mache es an Controller, je nachdem, wer mit was spielt. So, und er wird dann als nächstes, wird er zum Hofparkplatz fahren. Das, was ja eigentlich sein normales Fahrziel war. Also wie gesagt, bei mir funktioniert es. Denke mal bei den anderen auch. Wie gesagt, wenn das ein oder andere Fahrzeug, wir nehmen den mal raus, wenn das ein oder andere Fahrzeug sich nicht betanken kann, ich sag mal, er müsste natürlich auch relativ, ja, wie soll ich jetzt sagen, relativ nah an der Tankstelle stehen. Die Tankstelle hat ja auch einen Triggerbereich und da drinnen muss natürlich sich das Fahrzeug befinden. Dass ich jetzt hier oben angezeigt kriege, genau, ich kriege jetzt hier oben angezeigt im F1-Menü Befüllung starten. In dem Bereich muss ich mich natürlich befinden mit dem Fahrzeug. Und dann sollte es eigentlich funktionieren. Egal ob befüllbar, egal ob Kauf oder ob Kauf platzierbar. Ja, im Grunde genommen soll es das auch schon gewesen sein. Mal gucken, was wir das nächste Mal für Flüssigkeiten machen. Wollt eigentlich noch irgendwie ein bisschen Gülle fahren, aber das klappt nicht so, wie ich mir das denke. Also ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.